Das war das Blasmusikforum 2022. Neben uns steht jetzt der Hauptdozent des Praxis-Dirigierkurs, Martin Fuchsberger. Schön, dass du da bist. Wie lange dauert jetzt der Praxiskurs? Samstag in der Früh haben wir losgelegt. Eigentlich mit 3 Einheiten, kann man sagen. Vormittag, Nachmittag und Abend, also schon sehr intensiv. Dann 2 volle Tage mit Orchester, in dem Fall Vormittag, Nachmittag. Heute am Abend machen wir nochmal ein bisschen Coaching dran auch. Und am 4. Tag ist nachher eigentlich nochmal Warm-up miteinander, Generalprobe und Konzert. Es sind jetzt ein paar Teilnehmer da, die bei diesem Praxis-Dirigierkurs mitmachen. Wie ist der Gefühl? Wie stellen Sie sich an? Ja, ich bin positiv überrascht. Und am ersten Tag quer durchgearbeitet durchs Programm, aber auch gleich ans Eingemachte sozusagen im technischen Bereich gegangen. Und dadurch war es eigentlich, muss ich sagen, recht reibungslos dann auch der Start mit der Militärmusik. Also läuft gut, hätte ich gesagt. Cool ist zum Beispiel auch, dass die 5 Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern sind. Jetzt haben wir einen Vorarlberger dabei, einen Wiener, Nieder- und Oberösterreich ist mit dabei und eine sympathische Steirerin. Fehlen nur mehr ein paar, aber die habe ich gehört, sind nächstes Jahr wieder da. Neben mir steht jetzt der Lukas, er ist Praxisteilnehmer beim Dirigierkurs. Ich bin Kapellmeister aus Wien, es gibt in Wien eine Blasmusik. Juhu! Eine relativ große Szene sogar, ja, für ein Bundesland. Und ich bin Kapellmeister im Blasmusikverein St. Georg Kagran im 22. Bezirk. Wie ist das Gefühl, vor einem Profiorchester jetzt wirklich Praxis zu sammeln? Ja, es ist was ganz was anderes als von meiner Heimatkapelle, weil es sind doch Profis und man muss ganz anders agieren, was aber auch total spannend ist und neue Einblicke in die Arbeit ermöglicht. Bei uns ist es so, dass wir schon seit Jahrzehnten immer Teilnehmer als Kursorchester sind und eben angehenden Dirigenten die Möglichkeit geben, mit einem praxisbezogenen Orchester Alternativen und Erfahrung zu sammeln. Und genau diese Vielfalt macht dann ja eigentlich auch eine möglichst objektive Bewertung erst möglich. Und dadurch versuchen wir halt zu gewährleisten, dass es auch eine objektive Beurteilung gibt, weil das haben sich ja unsere Vereine, aber auch die Dirigentinnen und Dirigenten, aber vor allem auch die Musikantinnen und Musikanten verdient, klarerweise. Beim diesjährigen Blasmusikforum ist eines neu, nämlich das ÖPV-Netzwerk der Juroren. Was war eigentlich der Hintergrund? Warum hat man dieses Netzwerk gegründet? Was ist da besprochen worden? Die Idee gibt es schon seit längerer Zeit, die wir jetzt endlich realisieren konnten, nämlich Jurorinnen und Juroren aus allen Bundesländern und aus Südtirol einfach zu vernetzen. Es handelt sich hier um ausgewiesene Fachleute aus dem Bereich der Musik, die es auch gewohnt sind, in ihrem beruflichen Umfeld Musik vielleicht auch zu beurteilen. Und wir möchten einfach diese Leute unter einem Dach vereinen und diskutieren, wie können wir Feedback geben, wie können wir Kapellen motivieren, an Wettbewerben teilzunehmen und was heißt es eigentlich, Musik zu bewerten.